herzlich willkommen zu einem weiteren Anleitungsfilm von CryptoMac.de und Teleschirm.info. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie mit Bordmitteln an Ihrem Mac, also ohne das Installieren von zusätzlichen Programmen, externe Datenträger, also USB-Sticks, SD-Karten, externe Festplatten, aber auch CDs und DVDs, verschlüsseln können. Da das alles sehr einfach ist, legen wir auch sofort los. Wir brauchen keine Vorbereitungsmaßnahmen. Das Einzige, was wir benötigen, ist ein USB-Stick, den ich auch schon an meinem USB-Port angeschlossen habe. Hier sieht man ihn, er heißt ohne Titel 1, sehr kreativ. Nun brauchen wir das Festplattendienstprogramm, das öffnen wir über den Programmeordner. Darin befindet sich der Dienstprogrammeordner, den öffnen wir. Und dann haben wir hier das Festplattendienstprogramm, das ist dieses kleine Symbol mit der Festplatte und dem Stethoskop. Das öffnen wir und dann haben wir hier links auch alle Datenträger aufgelistet, die am Computer angeschlossen sind. Bei mir ist es in dem Fall bloß die interne Festplatte und eben der USB-Stick. Dann wählen Sie diesen aus. Wählen ein Format aus, zum Beispiel Mac OS Extended, Journaled und Verschlüsselt. Sie können aber auch das Groß-Kleinschreibung verschlüsselt nutzen, das ist Ihnen überlassen. Dann können Sie einen Namen wählen. Ich nenne es jetzt mal USB verschlüsselt. Nun klicken wir auf Löschen. Und nun werden wir zur Eingabe eines Passwortes aufgefordert. Wie ein sicheres Kennwort aussieht und wie Sie sich das merken können, das finden Sie unter cryptomac.de/passwort. Ich gebe jetzt mal schnell ein einfaches und dadurch schlechtes Kennwort ein. Das Ganze wird bestätigt mit Enter und dann sehen Sie hier unten den Fortschrittsbalken. Je nachdem, wie groß Ihre Festplatte ist, umso schneller geht es oder eben umso langsamer. Wenn Sie eine große externe Festplatte verschlüsseln, kann das einige Minuten dauern. In meinem Fall ist es bloß ein kleiner USB-Stick, der geht recht fix. Dann sehen Sie hier nun USB verschlüsselt und USB verschlüsselt, das was ich gerade angelegt habe. Wenn ich in den Finder gehe, sehe ich ihn auch. Ich werfe ihn jetzt mal aus und ziehe den USB-Stick ab. Wie Sie hier jetzt gesehen haben, im Festplattendienstprogramm ist er verschwunden. Ich stecke ihn wieder in den Port an. Nun wird er wieder geladen. Nun kann ich mit einem Doppelklick die Partition USB verschlüsselt anklicken und mein Kennwort eingeben, was ich eben festgelegt habe. Wenn ich möchte, kann ich dies im Schlüsselbund sichern. Allerdings müssen Sie dieses Kennwort dann nie wieder eingeben in diesen Benutzer, was vielleicht kontraproduktiv sein kann, wenn Sie den Rechner mit mehreren Personen nutzen und vielleicht auch ein Benutzerkonto mit allen teilen. Aber diese Option gibt es natürlich. Dann klicke ich nun auf Schutz aufheben. Und Sie sehen, hier ist die Schrift auch gleich schwarz geworden und ich sehe ihn nun auch im Finder. Und nun kann ich diesen USB-Stick ganz normal benutzen. Ich kann dort Daten einfüllen, wenn ich möchte. Ich kann dort Daten auslesen. Aber wenn er eben ausgeworfen wurde, dann ist dieser Stick nicht verfügbar. Sie sehen also, das war alles ganz einfach und war kein Hexenwerk. Vielleicht konnte ich Ihnen noch einen kleinen Tipp dazugeben. Wenn Sie mehr über Festplattenverschlüsselung am Mac wissen wollen, schauen Sie sich ruhig auch die anderen Videos in der Liste an oder besuchen Sie einmal cryptomac.de. Ansonsten möchte ich Ihnen natürlich auch noch die Reihe zu VeraCrypt empfehlen. Das ist ein plattformunabhängiges Verschlüsselungsprogramm, was unter Linux, Mac OS X und Windows funktioniert.